wie Boozer so schön sagt. Ich glaube... Und schon wieder bereit. Wonach suchst du denn? Hast du was? Bitteschön. Schönes Stück. Sollte draußen nützlich sein. Ja, okay. Ich bin hier. Ich sage Tucker, dass du hier warst. Hier. Füll auf. Brauch ein Schwert. Ah, Benzin. Ich kann nicht brauchen. dran. Sehr schön. Wo ist das? Scheiß Nest. Es ist hier irgendwo. Ah, gutes Timing. Das war's. Mal sehen, was da geht. Der Scheiß hier nochmal vergraben? Ach ja, weil sie Arschlöcher sind. those kids. Been seen. Yeah. Oh, got my nose. That is. Lauter Nester. Ich muss sie ausräuchern und die Schwärmer hier ein bisschen eindämmen. Tja, Zeit für ein Lagerfeuer. Was haben wir denn da? Kann's riechen. Es muss in der Nähe sein. Sasa, plunder was trop. Nest. Müsste gleich um die Ecke sein. Hey, hey, hey. Ist okay. Willst du hier draußen sterben? Pass auf. Da ist ein Camp. Wohin? Wohin? Ich gehe. Das ist am Peaceful Lake. Mark Copeland führt es. Du musst da lang. Oh mein Gott, vielen Dank, Mann. Ich dachte, ich komme später wieder. Sag Ihnen, es war Deacon. Deacon St. John. Nicht anhalten, bleib in Deckung. Noch ein Nest. Zünden wir es an. warst wieder da oben, oder? Obwohl du das nicht solltest. Ah, kannst du einfach mal damit aufhören? Ich jage doch nur Freaks, Boozer, verstanden? Wegen dem Kopfgeld. Deshalb treibe ich mich da oben rum. Oh, Scheiße. Jäger. Warte, die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Gut, wirklich, das waren wahrscheinlich nur Warnschüsse, sonst wäre ich ja schon tot. Nick, weißt du noch, als ich sagte, dass du lebensmüde bist? Ja, ich schaff das schon, Deacon Ende. Betäubung wirkt nicht. Oh, doch tut sie. Sonst hätte das Licht schon längst den Kopf weggerissen. Beeil dich. Scheiße, du weckst dich, verdammt. Sie kommen. Soweit. Wir hauen ab. Los. Mission abbrechen. Abbrechen. Los. Weiter. Dann los jetzt. Scheiße! Ein Funkgerät. Verdammt, gib das wieder her! Ja, Scheiße, das ist meins! Die Eisköder sind verdammt schnell. Okay, was machen die da? Sieht aus, als ob sie hier, scheiße, Freaks hüten. Keine Ahnung, die hatten einen Krabbler in der Schlinge und haben ihm einen Peilsender oder sowas angesteckt. Was? Hüten? Wie meinst du das? Also die fesseln sie und nehmen Proben von ihnen oder sowas, wie diese Typen in den Tierdokus früher. Ziemlich abgefuckt. Schwärmer haben sie vertrieben. Die haben sich verpisst. Sie haben was dagelassen, ein Funkgerät. Warte, du glaubst doch nicht etwa, Sarah... Nein, ich weiß es doch nicht. Okay, er lebt, Boozer, er ist am Leben. O'Brien, das waren Neros. Ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauch ein paar Antworten, Mann. Okay, ich kann schon bald wieder fahren. Ich helfe dir, Dick. Wenn er lebt, finden wir den Penner. Da hast du verdammt nochmal recht. Ich melde mich später nochmal. Dicken Ende. Okay, O'Brien. Wo zur Hölle steckst du? Ich habe mich verfahren. Könntest du mir helfen? Wie bitte? Verfahren? Ja, ich suche die Old Belknap Road und hier gibt's irgendwie keine Schilder. Das soll wohl ein Witz sein. Nein. Was? Was ist denn? Was? Oh. Na toll. Das ist echt super. Einfach toll. Wirklich super. Also, wie komme ich jetzt? Was? Sorry, ich weiß nicht, wo Belknap, ja, das war's. Und ich weiß nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Tut mir leid. Hm. Das heißt nein? Nein. Okay. Tja, trotzdem danke. Hey! Okay. Soll ich dich mitnehmen? Ja, gerne. Und danke, dass du endlich fragst. Ich bin Sarah. Ich bin Deacon. Oh, sorry. Waren wohl schmutzig. Ich weiß nicht, wie steigt man auf dieses Ding? Ganz einfach. Schwing einfach dein Bein drüber. Okay. Ja. Also, rauf. Wow. Okay. Fertig. Hey! Hey! Gut festhalten. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Es ist nur, ich habe kein Netz und... Naja, also hier gibt's einen Teich, aber zum Fischen, also... Nein, ich meinte Handyempfang. Ja, ich weiß. Ja, natürlich. Na egal. Also, was macht ein Mädchen wie du an so einem Ort? Tja, das frage ich mich auch andauernd. Ich studiere, also ich untersuche Sachen. Danke, ich hatte keine Ahnung, was studieren heißt. Tut mir leid, ich studiere Pflanzen. Du studierst Pflanzen? Ja. Hey, Vorsicht! Lisa! Oh mein Gott. Bist du okay? Ja, nur... Oh, Himmel, das war knapp. Hey, bist du wirklich okay? Mir geht's gut, das ist nur... Oh mein Gott. Hey. Hey. Ich habe Handyempfang. Hey. Ja, mir geht's gut, aber Ihr Auto ist echt eine Dreckskarre. Sie müssen mich abschleppen. Ich bin, keine Ahnung, auf der, keine Ahnung wo. Road 42. Road 42? Ja, etwa eine Meile rauf. Ah, ja, bis gleich. Komm, ich bring dich zurück zum Auto. Wir warten auf den Abschleppdienst. Ich weiß nicht. Okay, na schön. Wenn die Typen zurückkommen, dann nehmen die dich sicher gerne mit. Okay, na gut. Alles klar, ich muss nur... Puh, einen Moment. Puh. Die werden gleich hier sein, okay, also... Okay, scheiß drauf, los geht's. Aber fahr dieses Mal vorsichtiger, ja? Du hattest dich nicht wirklich verirrt, oder? Naja, das kommt darauf an, wen du fragst. Meine Ex würde sagen, ich weiß nie, wo es lang geht. Na, hier kennst du dich jedenfalls gut aus. Du bist also nicht von hier, ha? Nein, ich komme aus Seattle. Die Firma, für die ich arbeite, hat hier gerade ein Labor eröffnet. Also bin ich hergezogen, mitten ins Niemandsland. Um Pflanzen zu studieren? Genau, stimmt. Das habe ich schon erzählt. Also, die Firma, für die ich arbeite, sie arbeiten für diese... Biotechnikunternehmen und einige der Pflanzen, die ich untersuche, die sind ziemlich selten. Sie wachsen hier. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Oh, was zum Teufel? Cleet, wir kriegen Besuch. Alles klar, die Herren. immer noch so Was haben wir denn hier? Ein böser Biker, was? Ja! Ja, gib ihm noch eine! Los, weiter, schlag zu! Ist doch nicht so hart, was? Wann lernst du endlich weiterbeugen? Oh ja! Ja! Dem zeigen wir's! Dem zeigen wir's! Ja, wie gefällt dir das? Wie wär's mit... Scheiße! Scheiße, verdammt! Moment, Moment! Schau, der wartet auf mich! Gib Gas, verdammt! Los! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, hey. Tut mir leid. Nein. Das Ding war in deiner Tasche. Nein, ich hab's gesehen und... Oh mein Gott, ich hätte jemanden töten können. Naja. Oh, Scheiße. Ja, aber da müsstest du erstmal auf jemanden ziehen. Das habe ich noch nie gemacht. Da war das Ding in deiner Tasche und ich wollte die Polizei rufen, aber weißt ich hatte kein Netz und keinen Empfang. Ich warte hier mit dir, bis dein Typ kommt. Okay. Danke. So was habe ich noch nie gemacht. Ja. Kaum zu glauben. Ja? Tucker, Hot Springs Camp, bist du da? Ich brauche mehr Informationen über Larsens Überlebende in Marion Fox. Deacon, ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Jung, weiblich. Warte, er hat Hungry Jim's erwähnt. Das alte Pfannkuchencafé an der Ostbrücke. Holzfällerfigur, Stapel Pfannkuchen, kenne ich. Okay, da fange ich an. Mach das. Und denk dran, bring sie mir. Ein paar Drifter kamen hier durch und haben ein paar Waffen mit uns getauscht. Vielleicht ist was für dich dabei. Na, ich werde dran denken. Dicken Ende. Greif an! Los! Mach ihn fertig! Camp voller mordender Drifter. Die Arschlöcher kommen mir bekannt vor. Ich muss sie ausschalten. Sich nicht. Versteckst du dich? Du musst hier irgendwo sein. Wasser braucht man immer. Vielleicht unten am Bach. Ich seh mich mal um. Das muss von hier sein. Hier holt sie sich bestimmt ihr Wasser. Ja, du kommst jeden Tag her und holst Wasser, oder? Aber du bist vorsichtig, du bleibst nicht lange. Kluges Mädchen. Kluges Mädchen. Sie meidet die Straße, kommt nur nachts raus. Mehr Freaker, aber es ist unauffälliger. Verdammte Ripper, von euch kommt hier keiner lebend raus! Da war jemand. See rein und raus. Das brauche ich. Eine Leiter. Na klar. Komm schon. Ich stell sie hier auf. Okay, Kleines. Wo steckst du? Hab keine Angst, da. Ich tu dir nichts. Bist du allein? Ist da noch jemand bei dir? Ich warte hier auf meine Eltern. Sie sagen, ich soll nicht mit Fremden reden. Oh Mann. Okay, Ist das dein Zimmer? Die sind wirklich toll. Sind das deine? Nein! Lisa. Der langsam. Gehört mir. Den habe ich fürs Turnen bekommen. Ich hätte gewinnen müssen, aber Missy King hat gemogelt. Lisa. Lisa, hörst du die Schüsse da draußen? Es ist hier nicht sicher. Ich war in der Schule. Und meine Mom rief an und sagte, ich soll nach Hause kommen, sofort. Sie würden hier auf mich warten und wir könnten zusammen los und... Ich kam her und fand eine Nachricht, dass sie mit anderen mitgegangen sind und ich wusste nicht, was ich tun soll. Also habe ich mich versteckt. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Schon gut. Ist gut. Alles gut. Lisa, nicht weit von hier gibt es ein Camp. Und da sollte ich dich wirklich hinbringen. Da sind Leute, die ich kenne. Es ist, ehrlich gesagt, ein Arbeitslager und fürs Essen musst du arbeiten. Das Leben ist hart, aber du wirst wenigstens nicht hungern. Nein, meine Mom kommt nicht holen. Okay, ist das deine Mama? Du sagtest, sie kam nicht nach Hause. Stimmt's? Dann ist sie vielleicht im Camp. Mom ist im Camp? Ja, sie wartet auf dich. Ja, das tut sie bestimmt. Okay. Bleib dicht bei mir. Die bewaffneten Männer. Sind sie noch da draußen? Nein, die machen uns keine. Nein. Viele Infizierte. sollten nicht hier sein. Wir sollten gehen. Wir sollten nicht hier sein. Komm schon, steig auf, wir müssen weg. Ich weiß nicht so recht. Komm schon, Kleine, wir müssen weg. Hey, wie heißt du? Deacon. Mein Name ist Deacon. Ja, Lisa. Wie hast du hier draußen alleine so lange überlebt? Oh, du redest nicht viel, was? Mein Dad sammelt Steine. Wir haben hier immer zusammen nach Donnereiern gesucht. Donnereier? Was ist das? Das sind Steine, aber man schneidet sie auf. Innen sind sie richtig schön. Okay, das klingt toll. Wir haben überall gesucht. Am Belknap-Krater, beim Lavastrom, am Black Crater, überall. Glaubst du erst auf dem Camp? Ich weiß nicht. Scheiße, da ist jemand im Tunnel. Was? Hier, das sind auch die Schüsse. Du gehört hast, das waren sehr böse Männer. Verstehst du das? Ja. Bleib hier und versteck dich irgendwo. Komm nicht raus, bis ich es sage, okay? Ja, okay. Okay, jetzt schon. Bringen wir es hinter. Halt ihn ab! Rückzug! Okay, ihr Drecksschweine. Wir sind hinter uns. Ja, lauf nur weiter da rum. Ich seh dich in deinem Verstand. Töte ihn! Mach hoch! Lisa? Kleines, komm schon raus, alles gut. Na los, steig auf. Alles okay? Ja. Ich glaube, ich will nach Hause. Nein, Kleine, ins Camp. Weißt du noch, deine Eltern, sie könnten dort sein. Okay. Ja, ich habe eine Frage, Lisa, und du musst wirklich gut darüber nachdenken, okay? Hatten eure Nachbarn irgendwelche Schusswaffen, also Pistolen, Gewehren, sowas in dem Sinne? Nein, die Männer haben alles mitgenommen. Männer? Solche wie die Männer im Tunnel, oder hatten sie Uniformen an, wie in der Armee? Wie die Armee, aber sie waren ganz schmutzig und hatten selbstgemachte Fahnen. Schutz-County-Miliz, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. War noch jemand bei ihnen? Frauen, Kinder? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Tommy wüsste das noch. Tommy? Tommy Strickland. Mein bester Freund. Aber er ist weg. Er ist mit seinem Dad im Versteck. Versteck? Sein Dad hat einen Atombunker gebaut und Vorräte eingelagert. Karten, Essen, Wasser, Waffen. Solches Zeug halt. Okay. Weißt du, wo das ist? Nein. Ich sollte mitfahren. Aber ich wusste, dass meine Eltern mich hier abholen kommen. Okay, das ist es. Wir sind da. Also bleib einfach bei mir. Okay. Na, wen haben wir denn hier? Mrs. Tucker. Oh mein Gott. Lisa, Schatz. Alles gut. Hier bist du sicher. Mama und Papa. Alle wurden krank. Ich wusste nicht weiter. Männer kamen. Die Leute wurden krank. Schon okay. Du bist hier sicher. Das ist ein Wunder. Ein verdammtes Wunder. Wir waren Nachbarn, stimmt's, Lisa? Wir wohnten im selben Block. Ich kannte ihre Eltern. Sind sie hier, Mrs. Tucker? Schatz, du kennst die Antwort. Nein. Sie sind nicht hier. Gehen wir rein. Wasch dich erstmal. Und isst etwas und dann suche ich dir einen Platz zum Schlafen. Nimm sie mit. Gib ihr was zu essen. Ich schreibe dir nachher Punkte gut. Hey, hör mal, sie hat viel durchgemacht. Könnten wir es... Ich entscheide hier, wie... Nein, hör zu, ja? Im Ernst, nimm sie nicht so hart ran wie die anderen. Erzähl mir nicht, wie ich hier das Camp führen soll. Du willst hierher ziehen? Du willst uns vor Ort helfen? Dann kriegst du vielleicht eine Stimme. Jetzt reiß dich zusammen, Dick. Hey, beweg deinen Arsch an die Arbeit. Wenn du nicht arbeitest... Zurück an die Arbeit! Nein! Aufhören! Mach einfach deinen Job. Dann ist es okay. Bewegt